Hallo Leute und willkommen zu meinem 600 Abonnenten Special. Erst einmal Dank an all diejenigen, die mir per Kommentare Tipps gegeben haben, was ich zum Abonnenten Special machen könnte. Und ich muss noch sagen, diverse Dinge wie Let's Plays oder Ausziehen kann ich leider nicht machen, weil ich weder eine Webcam verfüge und ich will mir auch keine Webcam zulegen. Und mit Let's Plays, das habe ich schon mal versucht, aber das ist sehr schwer, das sage ich euch mal, und das will ich nicht. Und das Beste, was mir davon gefallen hat und was ich auch umsetzen konnte, waren die besten Ausschnitte von Mori aus Colored Retards von mir. Also ich habe jetzt mal geguckt, welche Szenen, Momente mir am besten gefallen haben und habe die jetzt mal in einer kleinen Top 10 zusammengestellt. Dazu muss ich noch sagen, es sind meine Entscheidungen, was mir am besten gefällt. Was euch gefällt, weiß ich leider nicht und das interessiert mich auch momentan nicht. Bevor es jetzt richtig losgeht, wollte ich auch mal Bescheid sagen. Ich habe mir letztens was am Hals zugezogen, also der ist voll und tut weh, besonders wenn ich schlucke. Und vielleicht höre ich mich auch deshalb noch komisch an. Trotzdem würde ich jetzt das Bett hinter mich bringen, auch wenn ich die Schmerzen im Hals habe. Und da könnt ihr auch wieder sehen, wie sehr er mir bedeutet. Lange Rede, kurzer Sinn, ich präsentiere euch... Meine 10 liebsten Mori-Momente aus den Episoden der Colored Retards. Also, fangen wir an. Auf Platz 10. Holding my breath, I look back to where I've come from. You couldn't possibly know what I have been through. Attention! Children of the Sun, advance! Take my name, and may you spread it high and low across the earth! Okay, das war schon Mori, aber nicht der, den ich jetzt eigentlich wollte. Einen Moment, hier haben wir's. Also dann. Also, auf Platz 10. Ich ziehe aus. Aber nur für 3 Tage. Auf Platz Nummer 9. Dieser Schal ist etwas, was ich mir schon immer gewünscht habe. Ich bin außerdem froh, dass ihr an meine Allergie gegen Baumwolle gedacht habt. Ja, ist doch kein Problem. Ich denke doch immer an sowas. Platz Nummer 8. Auf Platz 7. Hey, Maria, mach die Tür. Es ist die Strafe dafür, dass du nie mit mir gespielt hast. Auf der 6. Auf der Nummer 5. Alter, was hat... Auf Platz 4. Was ist denn hier unten für ein Lärm? Hier, Mori, halt das mal bitte kurz. Okay. Mori hat Maria eiskalt vor meinen Augen niedergeschlagen. Warte, was? Auf Platz 3. Hä? Oh mein Gott, was für ein Kerl. Dieses weiße, flauschige Fell. Diese männlichen, roten Augen. Diese hervorragende Auswahl an Kleidung. Diese zarten Finger. Ein Prachtkerl. Hi. Auf Platz 2. Was hast du denn hier zu suchen? Du hast gesagt, ich soll nicht duschen. Ja, aber kannst du nicht warten, bis ich fertig bin? Hey Mori, hilfst du mir beim Einseifen? Du wartest da draußen, bis ich fertig mit Duschen bin, okay? Wann weiß ich, dass du mit Duschen fertig bist? Wenn das Wasser aufhört zu rauschen. Aha, jetzt weiß ich also, was dir gefällt. Kommen wir nun zu Platz 1 meiner liebsten Mori-Momente. Auf Platz 1 mein liebster Mori-Moment. Staring at the finger of love and crash in the air.
Also dann, hier endet nun mein Special. Ich finde es schon ein bisschen blöd, ich hätte euch schon was mehr gegeben, aber ich habe leider nicht richtig die Ressourcen dazu und auch nicht die Zeit und so. Und ich hoffe auch mal, dass ich euch beim nächsten Mal auch etwas viel Besseres bieten kann, weil das momentane Special fand ich selber auch nicht so gut. Da waren eigentlich nur Ausschnitte gewesen, aber... Ich hoffe, dass das Special euch trotzdem viel Spaß gemacht hat und vielen Dank für die 600 Abos. Warum kann das neue Pokémon nicht jetzt schon rauskommen?